Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder willkommen hier auf dem Kanal Opa Spielt zu einer neuen Folge von der Insel. Die Insel 5 ist das, ja. So, und nachdem ich diese Version hier, F3, das ist Minecraft Snapshot 22W22A. Welche? Ist das 1.16 oder was? Also, nehmen wir mal an, das ist noch 1.16 im Hardcore-Modus, nachdem ich halt zuletzt im Creative gebaut habe, nämlich für Operationswettbewerb Rossbacher Bürgermeister. So, da sind natürlich ganz tolle Sachen dabei gewesen. Jetzt wollen wir hier mal reingucken in die Höhle. Naja, groß ist sie nicht. Die können wir aber mal zumachen. So, dann haben wir hier noch mehr Wasser. Man könnte das Feld dann dadurch vergrößern, natürlich. Das ist klar. Was ist hier noch? Ui, hier geht es aber doch noch weiter. Wieso habe ich denn keine Fackeln mehr? Da muss ich jetzt mal schauen. Fackeln. Inventar. Fackeln. Ja, ich habe keine Fackeln mehr. Haben wir denn noch Kohle? Oder sowas. Wir haben noch Kohle, also können wir noch Fackeln machen. Wir haben noch Stöcke, oder? Erde haben wir noch. Wir haben Eiche. Ach, da sind ja Stöcke im Inventar. Okay. Dann schauen wir uns mal die Höhle genauer an. Wie viel haben wir dann? 233. Na gut, dann gehen wir mal. Wie, die Höhle ist aber doch größer als gedacht. Mein lieber Schwan. Aber so, jetzt ist erstmal ausgeleuchtet hier. Und wir können tatsächlich, sage ich mal, hier das Ganze einfach erweitern. Machen wir hier noch Erde rein. Habe ich aus Versehen gleich mitgeerntet hier. So, dann machen wir hier Erde rein. Inventar. Habe ich denn eine Feldhacke? Habe ich. Habe ich denn Erde dabei? Nein, habe ich nicht. Aber Opa hat doch immer Erde. Eigentlich. Genau. Da ist Erde. Ja, da können wir hier unten ein richtig großes Feld machen. Kann ich das ja hier eigentlich auch wegtun. So, und dann machen wir, ja, da draußen, mache ich die Nacht durch heute oder nicht? Also wir machen das hier auf jeden Fall fertig. Mal gucken, wie weit wir hoch aushöhlen können, ohne dass wir die Monster... Na gut, wenn wir auf Zucker holen, müssten wir noch einen höher. Für Gemüse reicht das allerdings hier. So, hier ist jetzt kein Diorit oder was, sondern nur da links an der Wand.
auf jeden Fall haben wir dann das Geröschel nicht mehr hier. So, dann machen wir praktisch hier auch Stufen hin. Ja, machen wir die doch an die gleiche Stelle, wie wir sie da auch hatten. So, da hatten wir hier Stufen hingemacht, ne? Aus Diorit habe ich noch welche? Nein. Also die Treppe meine ich. Da müssen wir mal ein bisschen wieder polieren. So, wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Weiß ich nicht. Auf T, glaube ich. Naja. So, polierte Treppenstufen. Da brauche ich dann 3 davon, sag ich mal. Na, also das reicht. Wieder wegnehmen, ja. Dafür machen wir die dann hier hin. Den polierten Diorit habe ich dann noch mehr von der Sorte. Granit ist das. Nicht Diorit. Ja, ich hatte bei der Aufgabe dann von Opazieren auch sein Texture-Pack genommen. Da muss ich allerdings sagen, da gefällt mir der Diorit hier in dem Standard-Pack Pack deutlich besser. Mache ich hier noch so einen kleinen Weg. Sagen wir mal, dass wir dann Wie auch immer, wir machen erstmal Erde rein. Okay. So. Das geht aber ganz schön runter noch, ne? Das ist 2-3 Meter noch tiefer. Also das ist schon eine ordentliche Höhle. So, da haben wir Weizen. Machen wir da mal Weizen hin. Noch ist es hell. Hier drin ist sowieso hell. Hier alles Felder. Dann müssen wir ja hier so ein bisschen was Platz lassen. Ja, dann machen wir vielleicht hier auch noch Felder und die Spitzhacke ist gleich im Eimer. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, spawnen die gar nicht auf Feldern, aber ich werde sie noch trotzdem hier schon mal. Obwohl das Licht eigentlich ausreichen sollte. So, das lassen wir erstmal. Ups. Ah, da muss ich doch irgendwie einen Weg drüber machen. Wenn ich da Platten hinlege. Ob ich jetzt die Diorit-Platten nehme, weiß ich nicht. So, und man kann den Bruchstein
Kann man? Nein, das war der andere Stein, nicht den anderen Stein. Das habe ich jetzt mal gelernt, nachgelesen. Den muss man erstmal zu. Nee. Das war's nicht. Was war denn der glatte Stein, sagte mal. Das ist gar nichts. Ich dachte, ich hatte jetzt nachgelesen, also habe ich nicht irgendwie nachgelesen. Muss ich die nochmal brennen oder was? Kann das sein? Ja, jetzt habe ich natürlich keine Kohle mehr. So. Naja, legen wir uns mal hin.